Beeilung, wenn ich bitten darf, du verrostete Ölkanne! Ich hab's doch genau dahin gestellt, wo sie's hinhaben wollten. Oh, hoffentlich ist doch alles in Ordnung. Ich hoffe, ihr unfähigen Versager habt eure jämmerliche Vorstellung jetzt beendet. Der Erzzug ist nämlich pünktlich. Ja. Ja. Please, Pip, mein treuer Schmiermaxe, wenn ich dich in der Umlaufbahn haben wollte, dann wärst du schon längst da. Jetzt beweg deinen Hintern und leg den Hebel um. Gut gemacht, was, Boss? Haben euer Stinkwürgen wieder einen genialen Plan ausgeklügelt? Ja. Warum soll ich mir denn die Mühe machen zu graben, wenn ich einen Zug voll mit dem besten Eisenerz stehlen kann? Wenn der Zug in den Tunnel einfährt, wird er von dort aus sofort ins Weltall gebeamt, zum Plutarch. Ein brillanter Plan, möchte ich in aller Bescheidenheit behaupten. Es kann wirklich nichts mehr schiefgehen. Ich weiß nicht, Boss. Keine Widerrede. Es läuft alles wie am Schnürchen. Ihr Plan hat einen Haken. So? Was für einen Haken? Ein paar Mäuse haben davon Wind bekommen. Dreimal erster Klasse, Jungs. Und das auf Kosten des Hauses. meine speziellen Freunde, die Biker-Mäuse. Was ist denn da vorne los? Nicht wie hin! Grease Pit, bitte walte deines Amtes. Feuer! Hey! Hier sieht's nach Ärger aus. Dass der alte Käsesack dem Erzzug nicht widerstehen kann. Vinny, du bleibst hinter mir. Bodo, halt den Zug an. Ja, natürlich. Ich mache wieder die Drecksarbeit. Das schaffst du schon. Vielen Dank. Was ist da los? Tag zusammen. Oh. Könnt ihr mal bitte den Zug anhalten? Die rauben den Zug aus. Was wollen die klauen? Wir haben nur 200 Tonnen Steine geladen. Haut die Bremse rein, Jungs. Zwei sind Ross und jetzt Limburger. Es wird Zeit für ein Riesenkäse-Sandwich. Oh, seit wann kannst du Gedanken lesen, Kumpel? Der Käseschädel kriegt jetzt Schwimmunterricht. Oh, ihr verdammten Mäuse, das werdet ihr mir büßen. Ich werde eure Schwänze grillen. Das zahle ich euch ein, ihr verdammten Rohr!
Er kann es ja mal versuchen. Aber er wird es wohl nicht schaffen. Weil wir einfach die Besten sind. Wir sind die schnellsten Mäuse im Universum. Ich fürchte, ihr habt schon wieder mal kläglich versagt. Aber warum? Warum sind diese Bikermäuse, die mich an den Rand des Wahnsinns treiben, nur so schwer zu fassen? Vielleicht liegt es an ihrer einzigartigen Diät, die aus Hotdogs und Malzbier besteht. Und dazu kommt noch jetzt das... Jetzt reißt mir aber gleich der Geduldsfaden, Sie tollwütige Chemiebaukasten! Ich will Erfolge sehen! Und du? Ich dachte, du wärst ein professioneller Mäusevernichter! Aber du lässt es immer noch zu, dass sie dir auf der Nase rumtanzen! Nein, Boss, das ist wirklich nicht fair! Es sind immer drei gegen einen! Also, wenn sie allein wären, dann... Aber sie sind nicht allein. Allein. Das heißt einzeln oder getrennt. Ja, das bringt mich auf eine Idee. Diese Bikermäuse sind praktisch unschlagbar, weil sie so gut als Team zusammenarbeiten. Wenn man sie in die Knie zwingen will, muss man sie ganz einfach nur teilen. Sie meinen, man soll sie in kleine Stücke zerschneiden? Nein, du rostiges, altes Ölfass. Man muss sie gegeneinander aufhetzen, sie auseinanderbringen. Und dann, wenn jede Maus ganz auf sich alleine gestellt ist, können wir sie uns schnappen. Eine, nachher, anderen. Aber Boss, diese Bikermäuse sind super Kumpels. Wie können wir sie gegeneinander aufhetzen? Karbunkel? Ich habe genau das Richtige für diesen Auftrag, euer wohlriechend Stinkleibigkeit. Ein super Terrorist mit einem Aggressionsstrahler. Da bin ich aber blond. Ich aktiviere jetzt die Transportkammer und hole den Meister der Grausamkeit, den Imperator der Zerstörung. Ernie Randalo, Aro-Auge und seine zwei Kumpane, die Schlechter des Universums. Nein, 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 bloß nicht Ernie Randalo, Aro-Auge. Der ist hochnäsig, arrogant und total wahnsinnig. Der gerät dauernd außer Kontrolle. Oh. Hier geht's ja wirklich zu wie beim Rockkonzert. Vielleicht sehen wir sogar Elvis, den King. Ja? War ich nicht klasse? Sind meine Haare perfekt? Ich bin doch in Ordnung. Naja. Oh ja, noch eine Tasse Kaffee, aber Dalli. Und lassen Sie meinen Führerschein erneuern. Vergessen Sie nicht, die Einladung für die Geburtstagsparty an Mike und Morgan zu schicken. Das wäre dann alles. Nein, doch nicht. Während der Mittagspause besorgen Sie bitte ein Hochzeitsgeschenk für Kathy. Danke. Oh ja, und sagen Sie Bob, wenn er nicht pünktlich zur Besprechung halt kommt, die dann... Klappe und lass mich in Ruhe, du Sklaventreiber! Ich bin entzückt. Deine Aggressionsstrahlen sind äußerst effektiv. Darf ich fragen, wie lange die Wirkung anhält? Nur ein paar Minuten, Chef. Aber mehr braucht man nicht für eine ordentliche Prügelei, oder? Wunderbar, mein Guter. Jetzt muss ich diese vermaladeiten Mäuse nur noch aus ihrem Versteck rauslocken. Ich werde eine Presseerklärung abgeben, dass ich den Naturschutzpark zerstöre. Aber Boss, da wird die Bevölkerung doch wütend. Es ist ein Komplott, du unterbelichteter Öleimer. Ein Komplott, um die Mäuse aus ihrem Versteck zu locken. Oh ja, natürlich, verstehe ich, ist doch klar. Was ist dein Kompott? Okay, Anstoß, Rico! Das Spiel verbiegt mir noch die Antenne, oh, das tut weh. Der gehört mir, klar? Denkste, Benny fährt hier die Parade. Vollidiot, pass doch auf, wo du hinfährst! Pass du doch auf, ich war zuerst da! Wow, nur die Ruhe! Das ist doch hier kein Kriegsspiel, seid Frieden! Ja, du hast ja ganz recht, entschuldige bitte! Tut mir echt leid, Vinny, ich wollte nur das Spiel nicht ruinieren! Nein, das war nur meine Schuld! Ich mach dir ein Angebot, du hast den nächsten Schlag frei! Um euch die neuesten Hammer-Nachrichten zu bringen, Leute. Großkäse Lawrence Limburger hat gerade eine Presseerklärung abgegeben, dass er den Limburger Naturschutzpark in ein Riesenloch verwandeln will. Das bedeutet das Aus für unsere befesten Freunde. Bis später, Leute. Da ist doch wieder was faul. Aua. Ja, das ist typisch Limburger. Niemand tut den Tieren was, solange wir hier sind, Jungs. Gebt mir die Suppe versalzen. Yeah! Oh, so ein Mist.
muss zurück zur Garage. Hey, Sweetheart, bei mir ist noch Platz. Ja, sicher. Für dich und dein Ego. Jetzt hast du es dir aber gezeigt, Kumpel. Sehr komisch. Los! Rettet den Park, Jungs. Wir sehen uns später in der Werkstatt. It's time to rock and roll! Ja, ich glaube, ich habe den richtigen Köder ausgeworfen. Unsere kleinen Laborratten rasen mit Höchstgeschwindigkeit in meine Falle. Und aus dieser Falle gibt es kein Entrinnen mehr. Diese motorradfahrenden Schwachköpfe werden sich bald ihrer schwierigsten Prüfung unterziehen. Bei der Prüfung ihrer Freundschaft. Einer Prüfung, die sie nicht bestehen werden. Hört mal zu, Jungs, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Die Bäume stehen noch. Ja, wenn Limburger hier alles abholzen will, hätte er schon längst damit angefangen. Vielleicht hat er sich anders überlegt. Das kannst du vergessen. Ich glaube, es ist was anderes, aber was? Eine Falle. Na, Jungs. Wollt ihr es nicht auch mal probieren? Mir wird schon schlecht, wenn ich nur dran denke. Ja. Ja, natürlich. Ich hätte es fast vergessen. Ihr Penner habt ja keinen Mummelknochen. Ihr habt ja die Hosen voll. Ja, es gibt eben nur einen Draufgänger an der Galaxie. Mir wird immer so unheimlich heiß, wenn er das macht, Hiwi. Juhu! Ich bin eine kleine, gemeine Aggressionsmaschine. Was ist das für ein komischer Vogel? Sieht genauso aus wie du. Nein, wie deine Mami. Juhu! Wird höchste Zeit zum Abspringen, Baby. Oh, hey! Was habt ihr denn mit meinem Fallschirm gemacht? Ach du grüne Neune, wir haben seinen Fallschirm vergessen. Ich fürchte, er wird ganz schön sauer auf uns sein. Jetzt fahren wir bestimmt nicht mehr nach Graceland. Ja. Oh, ich sehe doch ganz gut aus. Was war denn das schon wieder für eine blöde Nummer? Ist doch völlig egal, du Pinsel. Vielleicht war es ein UFO. Halt die Schnauze, du Vollidiot. UFOs haben weiße Lichter, keine roten. Wenn du mir Vorträge halten willst, bist du aber schief gewickelt, du Clown. Aufhören! Schnauze, jetzt reicht's. Ihr nervt mich total. Hey, bist wohl größenwahnsinnig geworden. Ja, seit wann hast du Matschbirne eigentlich was zu melden? Hey, Jungs, was ist denn los? Ach, halt die Schnauze, Charlie. Was? Hör mal zu, du Hitzkopf. Wie wär's, wenn du deine dämlichen Wutausbrüche an jemand anderem auslässt? Ich hab keinen Bock auf Kindereien. Und ich lass mir von dir keine Vorschriften mehr machen. Mich kannst du vergessen. Gute Fahrt! Und du? Gut, dass du kein Hirn in deinem Blechschädel hast, sonst wärst du unerträglich. Mach die Fliege! Ach ja, wenn du Hilfe brauchst das nächste Mal, kannst du mich aber vergessen. Trottel! Was ist denn nur los mit euch? Da muss doch irgendwas passiert sein. Warte, bis ich euch Idioten erwische. Agro-Auge ist uns auf den Fersen. Los zum Limburger Tower. Ich hätte es mir ja denken können. Wenn eine Schweinerei im Gang ist, steckt bestimmt Limburger dahinter. Ich muss die Jungs finden. Hey, du verkalkter Sonntagsfahrer. Wenn du noch langsamer fährst, kannst du als Eisbär-Karriere machen. Geh mir endlich aus dem Weg, oder ich... Was ist denn mit mir los? Hey, hören Sie, es tut mir wahnsinnig leid. Das wollte ich wirklich nicht. Gute Fahrt, Meister. Da ist was überhaupt nicht in Ordnung. Ich muss Winnie und Modo finden und rauskriegen, was mit uns passiert ist. Aber wo soll ich sie nur suchen? Sie könnten überall sein. Hervorragende Arbeit, ausnahmsweise. Die Mäuse sind jetzt getrennt. Verdammt nochmal, lass mich endlich wieder runter, du Knallkopf. Halt die Schnauze, du Pfeife, sonst rasiere ich dir deine verfilzte Schmalztolle ab. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, mein lieber Herr. Na gut. Moment, sitzen meine Haare noch richtig? Oh ja. Jede von diesen Mäusen ist jetzt allein. Aber ihr drei seid es nicht. Bringt mir diese Bikermäuse oder ich schicke euch auf drei Rädern nach Hause. Na, ihr Kleinen, ihr seid sicher sehr glücklich. Ich glaube, eure Freunde sind bestimmt nie gemein zu euch gewesen. Ihr wart auch sicher nie gemein zu ihnen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber ich denke nicht daran, meine besten Freunde zu verlieren.
Ich werde sie jetzt suchen und die Geschichte aus der Welt schaffen. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Da ist nur ein winzig kleines Problem. Du wirst dir meinen Auftritt noch reinziehen müssen. Rattennase. Oh ja, der wird dich von den Socken hauen. Fangt an, Jungs. Hey, Mäusedrachen, hast du schon mal Tannennatur probiert? Schmeckt gar nicht mal so übel, glaub mir. Oh, hey! Noch der beste Fahrer auf allen neuen Planeten. Ich bin Billy. Billy die Kanone. Wer braucht schon Rico und Modo? Nach dem, was die zu mir gesagt haben, können sie mir gestohlen bleiben. Ich brauche keine Freunde. Ich weiß nicht so recht, Mäuschen. Ich fürchte, du irrst dich. Und wie? Bin schon mal besser gelandet. Hey, das war doch eine super Show. Und meine Haare? Oh, die sind perfekt. Hey, Boss, brauchst du vielleicht ein kleines Pflaster oder ein bisschen Haargel für die Tolle? Ja, haltet endlich die Klappe und schnappt euch diese Maus. Hier sind sie auch nicht. Und ich habe schon fast die ganze Stadt abgeklappert. Rico! Ich habe schon überall nach dir gesucht. Da läuft eine krumme Sache. Ja, ich weiß schon. Hast du Winnie und Modo gesehen? Ich muss unbedingt mit ihnen reden. Wir hatten einen riesen Zoff. Das wollte ich dir gerade erklären. Limburger hat einen Terroristen geholt. Der nennt sich Agroauge. Ernie Randalo? Kennst du ihn etwa? Ja, er hatte mal eine Zeit lang eine Stuntshow auf dem Mars. Er hat einen Aggressionsstrahler. Oh ja, das erklärt natürlich alles. Halt die Stellung, Charlie, okay? Ich muss los. Ich komme mit. Nein. Hör mal zu, Charlie. Ich bin dir sehr dankbar, aber das ist was zwischen mir und den Jungs. Zwei von dem lästigen Ungeziefer haben wir schon. Eine fehlt noch. Ich sehe was, was Sie Alter, nicht sehen. Alter, recht, du ranzige Käseglocke. Modo wird's dir schon zeigen. Spart euch die dummen Witze, Nager. Mr. Limburger. Nicht jetzt, Greasepit. I'm gloating. Was? Was? Sehen Sie doch mal aus dem Fenster. Ja, das ist unser Kumpel. Wofür bezahle ich euch Schlafmützen? Macht sie fertig! Und wie lange, du Obertrampel? Du hast mir mein Bein gebrochen. Ich lebe hier wieder zusammen. Dann. Keine Bewegung, ihr Jammerlappen. Oder wir machen Käsesoufflé aus euch. Ja, das ist mir echt so ungemütlich, Leute. Machen wir die große Platte. Let's rock and roll! Reiß dich gefälligst ein bisschen zusammen, du widerlicher Tomaten-Heini! Halt doch die Klappe, du übelriechender Fleischkloß! Oh ja! Ich vergesse, wenn ihr nochmal meinen Fallschirm vergesst, dann mache ich eine Raketenabschussrampe aus euch. Entschuldigung, aber man kann doch nicht immer an alles denken, Boss. Ja, wir arbeiten eigentlich nur für dich, weil du der außerirdische Bruder von Elvis bist. Ich wollte euch Schweißfliegen von Anfang an nicht dabei haben, klar? Oh ja? Ja! Musik in meinen Ohren. Ja, eins fehlt noch und dann wär's ein richtig netter Abend. Hey Jungs, hört mal. Ich hab was gefunden. Könnt ihr was damit anfangen? Yep. Gute Reise, Limburg.
Wir sind frei. Wir sind die Besten. Wir sind Mäuse. Und wir sind verrückt. Oh, bitte nicht doch. Das könnt ihr nicht mit mir machen. Dieser Tag war ein furchtbarer Schicksalsschlag. Das hat er wohl nicht erwartet. Er wird schon wieder zurückfinden. Wie ich ihn kenne, wird das nicht lange dauern. Hört mal zu, Jungs. Wir können es noch zum Spiel der Chicago Dubs schaffen. Ja, klasse. Das ist mein Lieblingsteam. Ich kenne aber ein Team, das ist noch viel besser. Ja, wen? Die Balkermäuse vom Mars. Yeah!